Wenn die Waschmaschine streikt, da ist oft guter Rat teuer. Was haben Sie schon alles mit Handwerkern erlebt? Alles immer schnell und gut über die Bühne gegangen? Oder wurde der kleine Handgriff plötzlich doppelt oder auch dreifach so teuer? Die enttäuschendsten Erfahrungen sind die, dass ein Termin nicht eingehalten wird oder gar keiner kommt. Handwerker sind die größte, wie gesagt, Schwindler, ja. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen. Ich wohne in einer Mietwohnung und wenn was kaputt ist, dann rufe ich meinen Vermieter an und der kümmert sich. Also wenn Sie einen Schlosser brauchen oder einen Schreiner, muss man schon lange suchen, um gute Leute zu kriegen. Und wenn, dann behalten wir die auch dauerhaft, ne? Fenster, Türen, alles habe ich auch jemanden, den ich kenne. Ich bin ja hier Innenseiter, ich bin ja hier geboren, deshalb kennt man sich hier. Ja, das Wichtigste ist ja, Mundpropaganda ist von anderen Kollegen, die Bescheid gesagt haben, dass der Handwerker sehr gut ist. Mundpropaganda, also das ist das Beste eigentlich. Der Preis, der ist ja meistens immer ein bisschen gesalzen, aber im Endeffekt hat man mehr davon, weil es macht ja doch Sinn, dass das direkt vernünftig gemacht wird, anstatt dreimal falsch. Wohl wahr. Also ich bin mit meinen Handwerkern sehr zufrieden. Aber wie gesagt, Mundpropaganda sehr, sehr wichtig. Es ist 10:50 und ich freue mich sehr, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe. Ja, ohne Waschmaschine ist man heutzutage aufgeschmissen. Wenn die mal streikt, ist wirklich schnelles Handeln gefragt. Reparieren kann sich lohnen, wenn das Gerät nicht zu alt und der Defekt nicht zu groß ist. Das kann allerdings nur ein Fachmann feststellen. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, denn nicht alle Monteure meinen es gut mit Ihnen. Das ist Helga Beck, 77. Mit dieser Waschmaschine soll sie Reparaturdienste auf die Probe stellen. Unterstützt wird Helga von Elektrotechniker Stefan Wolf. Er legt ihre Waschmaschine lahm. Dazu schmort er die Isolierung des Erdungsdrahts an und bringt ihn in Kontakt mit dem Heizungskabel. Das ergibt einen sogenannten Erdschluss. Sobald sich die Heizung einschaltet, springt im Sicherungskasten der RCD raus. Das ist ein Sicherheitsschalter, der erkennt, wenn Strom den Kreislauf verlässt. Unsere Manipulation ist ganz einfach zu reparieren, indem der Erdungsdraht neu isoliert wird. Das müsste in einer Dreiviertelstunde erledigt sein, das Ganze, und sollte um die 70 Euro kosten. Wir bestellen Reparaturdienste, die mit günstigen Anfahrts- und Reparaturpauschalen werben. Mit dabei Alibi-Enkel Yannick als Zeuge. Der Elektrofachmann Wolf soll Helga nun kluge Fragen und Fachbegriffe einflüstern. Dazu wird sie mit einem Knopf im Ohr ausgerüstet. Die erste Firma ist angeblich ein Meisterbetrieb. Sie wirbt mit einer Pauschale für Anfahrt und Fehlersuche von nur 18 Euro. Da geht Helga ja kein Risiko ein, so scheint es. Was hat denn die Maschine? Ja, also immer wenn ich sie anmache, dann springt die Sicherung raus. Klarer Fall. Heizung kaputt. Der Handwerker fängt sofort an, die Heizung auszubauen. Über die Jahre frisst sich Kalk in den Heizstab rein. Sie kennen doch die Werbung. Sie meinen, die Heizung ist vom Kalk zerfressen? Genau. Das ist Unfug, denn Helgas Heizstab ist neu und völlig frei von Kalk. Das kann man sogar sehen. Er ist blitzeblank. Die sieht doch noch ganz gut aus. Die sieht doch noch ganz gut aus. Nee, da ist die geplatzt. Die ist geplatzt? Die Heizung ist zweifellos heil. Trotzdem lässt sich der Handwerker von seinem Kollegen eine neue bringen und baut sie ein. Der Grund? Mit Ersatzteilen macht er gute Geschäfte. Was kostet denn die neue Heizung? 94,95 plus Einbau. 94,95? Doch unser Lockvogel ist gut vorbereitet und hat die Listenpreise des Herstellers parat. Gucken Sie mal hier, direkt beim Hersteller kostet die Heizung nur 54 Euro. Kann sein, das sind aber meine Preise. Wenn Sie Ihre eigenen Ersatzteile kaufen, müssen Sie sich mal ein anderes suchen, der Ihre Maschine repariert. Einfach mal knapp das Doppelte verlangen, doch damit ist er aufgeflogen. Trotzdem versucht er es gleich nochmal. Dann lege ich Ihnen noch ein paar schöne Dämpfer für 19,95 unter, dann sind Sie alle Probleme los. Die Dämpfer, die der Monteur Helga hier so nebenbei unterjubeln will, sind kleine Plastikfüßchen. Das Set kostet im Handel etwa 6 Euro, macht einen Aufschlag von 200%. Und nicht nur da langt der Monteur kräftig zu. Seine Arbeitsstunde kostet 95 Euro, das Doppelte des Üblichen. Höchste Zeit, den Spuk zu beenden. Okay. Haben Sie denn nicht festgestellt, dass die Heizung manipuliert war? Ich habe nur gesehen, dass da ein Erdungskabel durchgebrannt war. Das kann nicht der Grund sein? Ganz ehrlich, kann sein. Ich habe da nicht drauf geachtet. Er hat gesehen, er hat es ja sogar zugegeben, dass er den Fehler, das defekte Kabel gesehen hat. Und hat trotzdem die Heizung ausgebaut. Und hat dann auch noch erzählt, dass die Heizung einen Fehler hätte. Also es war einfach mangelhaft.
Diese Firma ist Mitglied der Innung, dem örtlichen Handwerkerverband. Allein die Anfahrt kostet 47 Euro. Dafür gibt sich der Monteur aber viel Mühe bei der Fehlersuche. Auch er hat sofort die Heizung in Verdacht, will aber sicher gehen. Erstmal muss ich alles durchmessen. Machen Sie auch eine Isolationsmessung? Und wie wäre es mit einer Isolationsmessung? Nein, ich habe den Widerstand gemessen, aber von den Messwerten her scheint die Heizung in Ordnung zu sein. Damit liegt er goldrichtig. Er sucht weiter, macht einen Probelauf und entfernt dabei ausgerechnet den Erdungsdraht. Nun ist er ratlos. Die Sicherung bleibt drin. Der Erdschluss tritt ja nur auf, wenn die Kabel sich berühren. Zwar läuft die Maschine jetzt, aber sie ist nicht mehr gegen Stromschlag abgesichert. Nach einer Dreiviertelstunde unterbrechen wir seine Fehlersuche. Grundsätzlich muss man sagen, Sie sind profimäßig vorgegangen. Sie haben nicht versucht, irgendwie abzuzocken oder sonst. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Nur leider den defekten Erdungsdraht nicht erkannt und repariert. Der Betrieb teilt uns später mit, das wäre aber noch passiert. Der nächste Reparaturdienst wirbt wieder mit einer extrem preisgünstigen Anfahrtspauschale. Ist das ein Warnzeichen? Die Fehleranalyse des Monteurs jedenfalls macht keinen seriösen Eindruck. Die Stoßdämpfer sind kaputt. Ersatzteile verkaufen, das kennt Helga schon. Stoßdämpfer sind ein beliebtes Nebengeschäft, haben aber mit Ursache des Defekts nichts zu tun. Damit fällt der RCD aus, wenn die Stoßdämpfer kaputt sind. Sind die Stoßdämpfer schuld daran, dass der RCD-Schalter rausspringt? Nee, wenn die Sicherung rausfliegt, ist es meistens die Heizung. Obwohl auch er die Heizung in Verdacht hat, kümmert er sich nicht darum. An die Heizung kommt man nämlich nur von hinten ran. Sie brauchen eine neue Heizung. Ach, was würde mich das denn kosten? Die Heizung 250 Euro. Außerdem brauchen Sie neue Stoßdämpfer. Das kostet nochmal 150. 400 Euro? Boah, stolzer Preis. Der Monteur will die Maschine jetzt mitnehmen, obwohl sich die Heizung auch leicht vor Ort auswechseln ließe, wie Helga ja schon weiß. Er soll doch mal gerade einen Kostenvoranschlag schreiben dafür. Können Sie mir einen Kostenvoranschlag machen? Ja, kann ich. Dann kann ich ja immer noch überlegen, ob ich das Gerät reparieren lasse. Nee, ich schreibe den Kostenvoranschlag nur, wenn ich das Gerät jetzt auch mitnehmen kann. Ja, aber ich muss doch vorher wissen, was mich das kostet. Bevor ich entscheide, ob die Reparatur sich lohnt, würde ich gerne genau wissen, was es kostet. Wissen Sie, jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr. Anscheinend merkt er, dass sich Helga nicht so leicht 400 Euro abluchsen lässt und sucht nun schnell das Weite. Zu einem Interview ist die Firma nicht bereit. Überteuerte Ersatzteile, falsche Diagnosen und erfundene Reparaturen. Firmen, die mit günstigen Pauschalen locken, entpuppten sich als dreiste Abzocker. Am Ende war der Innungsbetrieb immer noch die beste Wahl.